Bonus, jetzt krieg ich wieder nichts mit. Premium. Mal Display anlassen. Kleine Display Notification. Doch, aber das Display geht nicht an, wenn mir jemand schreibt. Geht das mit WhatsApp? Ist das das? Geht das dann automatisch an? Ich meine, hast du kein Notification LED? Doch, das macht mich aber immer wahnsinnig. Beziehungsweise, wenn das hier neben mir blinkt. Ich habe ja so ein Ganzkörperkondom. Dings, Handy. Also, ne? Tasche. Ja. Und dann lege ich das immer so, dass ich die Lampe nicht sehe. Weißt du, weil die macht mich irre, die macht mich richtig aggressiv. Da werde ich richtig zornig bei, wenn die leuchtet. Ohne Spaß. Ach, Maxi. Was soll. Das schafft nur Riot sonst noch. Und EA. Vor allem EA. Vor allem EA, ja. So, mal sehen, wie hoch muss soll das Ding. Kann ja ein spitzes Dach werden, ne? Steindach auf jeden Fall. Steindach? Ja, ne? Ein Steindach. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Scheune nur, also ein Holzdach. Was ein Holzdach? Brennt doch viel zu leicht. Ja, deswegen stehen Scheunen im Mittelalter ja auch immer unter Flammen. In Flammen. Siehst du, wie sind wir hier im Mittelalter? Ja. Echt? Ja. Ich dachte, wir bauen eine Sci-Fi-Burg. So mit Stargates und so. Oh, Stargate. Das muss ich mal wieder gucken. Stargate-Add-on holen. Abgehen. Glaube ich sogar echt. Weil man war Garry's Mod damals, ne? Hm. War schon nice. Aber leider ist es ja so gammelig gemacht. Also Garry's Mod jetzt. Ja, schon klar. Ein Holzdach, sagte. Mir aus kriegt er ein Holzdach. Sich schon an wie ein Dorfbewohner. Ich habe gerade überlegt, ob sich das umsetzen lässt. Aber das sieht, glaube ich, kacke aus, oder? Alter, ich habe noch keine einzige Fackel bisher. Ich frage mich gerade, wie es aussieht, wenn man ein Grasdach hat, weil Häuser ja teilweise so vermoost waren, weißt du? Nee. Vergiss es. Ich glaube, das sieht kacke aus, wenn man es umsetzt. Dafür bräuchte man halt diesen Moss-Stone. Gibt's den überhaupt noch? Ja, dann gibt's noch Dungeons halt. Geil. Du könntest ja zum Dungeon schwimmen, zum Dungeon reiten. Ja, das ist ja eh nicht genug. Das stimmt. Und außerdem ist das Stone und nicht Holz. Wird auch komisch aussehen. Und es ist keine Treppe, ne? Also, das Dach sollte ja schon eher
aus einer Treppe gemacht werden, dann. Ja, das stimmt. Hast du gerade einen Brunnen? Ei. So, die Höhe. Bei und dann fangen Treppen an, ja. Kann man anbieten, glaube ich. Wir brauchen auch irgendwo noch einen Aufgang für das Ding, ne? Da hat aber schon wieder keiner von uns Genies dran gedacht. Was für ein Aufgang? Irgendwie auf den Dachboden kommen? Achso, du meinst von der Grundstrukturplanung her? Mhm. Mensch, Maxi, warum denkst du nicht an sowas? Halt echt so. Nehmen wir einfach einen Teil hierfür. Ja, wie gehen. Eine treppenmäßig. Schauen wir mal. Erstmal brauche ich jetzt ein paar Treppen. Was steht hier draußen eigentlich keine Crafting Table? Das ist ja Quatsch. Quatsch ist das erstmal nicht. Was sehe ich eh. Könnte das Dach natürlich auch aus Dschungelholz bauen. Das sieht, glaube ich, gammelig. Also, Dschungelholz finde ich gammelig in dem Texture Pack. Echt? Ja. Okay. Ja, weiß nicht, wie es hier aussieht. Bei, was war das? Bei Cop sah es immer richtig geil aus. Connectet sich das? Ja. Passt. Ich finde, der kann sich sehen lassen, der Brunnen. Er kann sich sehen lassen? Der Brunnen. Obwohl, da drin die... Ja doch, das könnte man auch noch machen. Oh lol. Laufen lassen? Nee. So. Ja, doch, so ist cool. Gefällt mir. Komm mal bitte kurz schlafen. Ich baue hier gerade einen Prototypen. Beruhig dich. Ich brauche mein LED-Lager, also kann ich hier trotzdem hat's ein Mini-Zombie auf dich abgesehen? Ja. Nee. Doch. Mich? Ja. Auf dem Dach. Das stört den, glaube ich, nicht. Bin nicht mehr auf dem Dach. Was da das Pen? Hm, keine Akro, okay. Aua! Aua! Der hat mich in Flammen gesteckt! Ich Sau.
Mein Arsch. Da ist ein Zombie mit einem Eisenschwert. Da war ein Zombie mit einem Eisenschwert. Creeper da oben, die spawnt erstmal einfach. Gut. Fuck. Och man. Och man. Och man. Der Brunnen ist nicht unendlich. Ihre Blöcke sind glaube ich auch nicht unendlich. Doch. Wenn Erde drunter ist. Beziehungsweise wenn halt eine Schicht drunter ist. Na dann. Fake Brunnen. Oh. Ja, sieht man ja nicht auf den ersten. Ah, aber dann beim Shader sieht man es, glaube ich. Egal. Fake Brunnen. Weil jetzt yes. Erde drunter ist, eine Schicht drunter. Achso. Aber dadurch ist er jetzt halt wieder unendlich. Das wollte ich halt hauptsächlich. Wenn er den mal aus der Farm holen braucht. Sollte die Treppe noch ein überstehen? Ich glaube, das sieht besser aus, oder? Gunpowder, Spider-Eye. Sorry, was hast du gemeint gehabt? Ich habe gerade überlegt, ob ich die Treppe ein überstehen lasse, also das Dach praktisch. Ich glaube, das sieht nämlich besser aus. Ja. Aber bei der Scheune würde ich nicht unbedingt das Dach, dass es auf allen vier Seiten abgestuft ist, sondern nur auf einer Seite abgestuft. Nur links und rechts, nicht um die Ecke. Genau. Ja, ja, hatte ich vor. Ach, ich hab's hier um die Ecke gebaut. Ja, ja, nee, also soll schon vorne halt fette Wand hoch, dann kann man ein Fenster reinbauen oder so, würde ich sagen. Je nachdem, ja. Ich glaube, die Cobble-Line ersetze ich durch normales Holz. Ich glaube, das sieht besser aus, also durch unverarbeitetes Holz. Oh, ich hasse immer, Bäume abzubauen. Oh. Obwohl die Bäume jetzt eigentlich noch besser sind als die, wie sie vorher waren. Wie waren sie denn vorher? Anders. Wurden die jetzt verändert? Die wurden verändert, also die tun sich anders formieren. Du kommst leichter an die einzelnen Teile, glaube ich, ran. Nö. Ein Kreuz und quer im Baum. Wird behindert. So wird niemals ein Baum wachsen, Alter. Niemals, ist einfach so. Ja gut, das sollen ja Äste sein. Äste? Haben die mal Äste gesehen? Ja, hast du mal dünne Blöcke in Minecraft gesehen? Ja gut, ja, Zäune. Mittlerweile schon, aber... Das gab's halt früher nicht. Dann sollen sie halt Äste das einführen. Das gab's im Mittelalter nicht. Nee, stimmt. Da gab's nur Bäume aus ganzen Dingern. Ja, ist halt so. Ja, ist auch so. Das ist Minecraft, fuck Logic. Vor allem niemand hat gesagt, dass Minecraft im Mittelalter spielt. Das stimmt. Ich meine, man ist irgendein Typ, der irgendwo gestrandet ist auf einer riesigen Welt, die sonst kein anderer bewohnt, aber ja.